Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, bisschen über das Spiel von gestern noch reden. Das 1-1 geht in Ordnung, sagen wir mal so, obwohl wir den Sieg mehr verdient hätten als VfB Stuttgart. Ja, man kann sagen, bis zum 1-0 für VfB Stuttgart war das Spiel für mich so zerfahren. Mehr Kampf, mehr Krampf im Spiel, keine vernünftige Kombination oder Passspiel. Dann kam der Fehler von unserem neuen Innenverteidiger, der sofort ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Da war ich noch sauer gestern, aber okay, kann man auch keinen Vorwurf machen, wenn man neu in der Mannschaft ist. Aber er sah unglücklich aus bei der Aktion. Er versuchte, den Ball anzunehmen, ist ihm versprungen. Der Stuttgarter Spieler hat aufgepasst, hat sich den Ball erobert und dann schnell nach außen gespielt. Und der Yoshida, der kam einen Schritt zu spät, hat den Ball noch abgefälscht. So war das für Schwolow schwer zu halten. Und dann gehen die Stuttgarter 1-0 Führung. Das Gute war, wir haben direkt eine Antwort gegeben. Und dann trifft unser Simon endlich. Da war auch eine gute Kombination. Erstmal der Gewinn, der Ballgewinn von Yoshida. Das hat auch keiner bestimmt gemerkt. Yoshida hat den Zweikampf hinten da gewonnen. Der Ball ging irgendwann dann zu Kraus, Kraus mit der Fußspitze, dann zu Drexler und Drexler schön Chipball, dass der Ball nochmal also einmal auftickt und der Terode hat den mit links eiskalt in eine lange Ecke gemacht. Da war das 1-1 und da war der Knoten geplatzt, endlich für Terode. Vielleicht gibt ihn das noch mehr Selbstvertrauen für die nächsten kommenden Spiele. Ja, und dann hatten wir die Stuttgarter im Griff. Dann kam noch eine gute Torchance von Larsen. Larsen hat mir auch sehr gut gefallen mit seinen Dribblings, seine Quirligkeit. Alter, der ging dann die Spieler vorbei. Schnelligkeit, schade mit die eine Aktion, wo er den Ball auf dem rechten Fuß kriegt, so 7-8 Meter vom Tor, hat er ihn verzogen. Hätte er einen starken Fuß gehabt, wäre schön in der langen Ecke, hätte er vielleicht da 2-1 machen können. Dann Terode noch eine gute Torchance, ging knapp am Tor vorbei. So gehst du 1-1 in die Halbzeit. So, zweite Halbzeit kommst du raus. Da lief erstmal noch gar nichts. Da war Stuttgart ein bisschen, aber ganz, ganz wenig, ein bisschen besser. Hatte eine gute Torchance, ging knapp am Tor vorbei. Ja, und dann kamen wir wieder besser im Tritt. Dann hat Stuttgart die gelb-rote Karte erwischt. Unglücklich für Stuttgart, gut für uns. So, wir waren ein Mann mehr. Und durch die Auswechslung von Mohr, Salazar, Mohr hat den Orient super vertreten, muss ich wirklich sagen. Salazar hat auch nochmal Schwung gebracht. Und dann hatten wir auch erstmal eine Riesentorchance. Salazar schön durchgespielt auf Kraus, auch abgezockt, nicht sofort geschossen, angetäuscht. Und dann, schade, Torwart angeschossen. Dann kam die Szene mit Salazar, das war die 88. Minute, glaube ich. Da hat sich auch Bülter über außen gut durchgesetzt. Da habe ich mich am meisten geärgert. Da aus 1-2 Meter hat der Bülter ja den Ball reingebracht. Der Torwart hat ihn abgewehrt, genau zu Salazar. Ich sag mal so, wenn der Salazar, ich sag mal so, die Erfahrung wird er jetzt sammeln. Beim nächsten Mal, denke ich mal, wird er den Ball nicht sofort schießen, wenn einer vor dem steht, nimmt sich den Ball und legt sich den auf links und dann schiebt er ein leeres Tor. Wäre das jetzt ein Terode gewesen, der Terode würde den Ball auf jeden Fall annehmen, links vorbeihauen und links auf seinen linken Fuß tun und den Ball reinschieben. Aber okay, Salazar, ich verzeih dir, in dem Moment, in der Emotion habe ich es dir nicht verziehen, aber jetzt habe ich es dir verziehen. Ja, und dann kam nochmal eine Torchance durch Salazar, wieder über rechts, knapp am Ball vorbeigefegt, in der 90. plus noch Nachspielzeit. Aber okay, das Spiel war schon mal wesentlich besser. Nach vorne haben wir unsere Chancen kreiert und gesucht, auch wenn wir ein Mann mehr waren. Aber man muss auch erstmal gegen ein Mann weniger so spielen und sich die Torchance herausspielen. Man weiß jetzt selber, wenn du mit ein Mann weniger bist, die andere Mannschaft gibt mehr Gas, will mehr zeigen und versucht hinten alles dicht und dann immer so ab peu à peu so ein
Umschaltspiel zu kontern. Und da standen wir auch ganz gut. Wir haben wenig zugelassen diesmal. Flick und Kraus haben mir im Mittelfeld gut gefallen. Sogar Drexler war diesmal wirklich gut, stark gespielt. Muss ich auch ein Lob machen an Drexler. Letzte Woche habe ich den kritisiert, aber diesmal kriegt er ein Lob, weil er es diesmal besser gemacht hat. So, deswegen 1-1 war okay, obwohl ich hier noch immer sage, verschenkte Punkte, aber was soll's. Ja, und jetzt steht das nächste Spiel, das Revierderby. Ich bin heiß auf das Spiel. Da müssen wir heiß sein auf das Revierderby gegen den VfL Bochum. Und da möchte ich endlich die 3 Punkte, aber das Spiel wird sauschwer. Das ist ein Revierderby. Da kann alles passieren. Wir dürfen jetzt nicht sagen, ey, wenn du gegen Bochum nicht gewinnst, gegen wen willst du dann gewinnen? Wenn ich diese Sprüche höre, wenn du gegen Bochum nicht gewinnst, gegen wen willst du dann gewinnen? Hört auf die mit dieser Scheiße. Habt ihr mal Bochum spielen sehen? Die haben auch manch richtig viel Pech in manchen Spielen. Gegen Bremen haben die gestern auch wieder Pech gehabt im Spiel. Hätten sie das Tor gezählt, das 1-0, wären die als Sieger vom Platz gegangen gegen Bremen. Da hätten sie die ersten 3 Punkte geholt. So spielen jetzt 2 Mannschaften am Samstag, die noch keinen Sieg haben. Und da ist Brisanz im Spiel. Derby, 18.30 Uhr. Und ich bin auch im Stadion. Ich freue mich schon auf das Derby. Auf das Richtige. Jeder muss sich jetzt auf das Derby freuen. Unsere Mannschaft 90 Minuten richtig nach vorne peitschen. Und dann hauen wir die aus der Arena. Die müssen nur die richtige Einstellung für ein Derby haben. Eine richtige Einstellung fürs Derby. So, heiß musst du sein. Leidenschaft, Kampf. Und du musst effizient jetzt vorne sein. Die wenigen Torchancen, die du kriegst oder hast, hau die einfach rein. Und wir müssen auch mal den... Sorry, ich lese das so oft in den Kommentaren. Ich weiß das, der Polter. Ich weiß, viele kritisieren den Polter. Meine Güte, ey. Wir müssen dem Polter jetzt Mut zu, auch wenn er Samstag reinkommen sollte, anfeuern, anjubeln, anfeuern, den Namen laut rufen, Polter Mut zu, dann haut er das Tor. Ey, viele kritisieren, aber wirklich wie, ich habe auch meine Kritik, aber nicht so extrem. Boah, ihr macht den ja richtig nieder. Egal, wenn jetzt ein Spieler schlecht ist oder, hey, der passt nicht, der ist nicht Bundesliga-Niveau oder das. Hey, aber das ist ein Spieler von Schalke 04. So, deswegen müssen wir den aufmuntern. Vielleicht trifft er gegen seine alte Mannschaft. Weiß man ja nicht. Ich freue mich schon auf das Derby. Das wird heiß. Ja, und gerade war ja noch DFB-Pokal-Auslosung. Und wen trifft Schalke in der zweiten Runde? Ja. Ja. Die TSG Hoffenheim. Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Das ist die zweite Runde des DFB-Pokals. Hat mir lieber einen anderen Gegner gewünscht als die TSG. Hab gar keine Lust eigentlich gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ich hätte lieber dann vielleicht Waldhof Mannheim gehabt. Oder Kickers Offenbach. Das wäre interessantere Mannschaften auswärts zu fahren, aber nach Hoffenheim fahren und dann spielst du eine Woche später, spielst du wieder gegen die. Hast du 2 Spiele direkt hintereinander. So, und wenn mich dann einer fragt, na klar, will ich beide Spiele gewinnen. Ist doch schön, aber hätte man einen leichteren Gegner auch gewünscht im DFB-Pokal, um eine Runde weiterzukommen, weil es wird schwer machbar, aber trotzdem sau schwer. Und uns, jede Runde, desto weiter du kommst, ist Geldsache. Dass wir nicht bis ins Finale kommen oder den Pokal gewinnen, das wissen wir. Da sind wir realistisch. Aber um eine Runde weiterzukommen, ist es immer Geldsache, das uns gut tun würde. Meine. Deswegen, 2. Hauptrunde, TSG Hoffenheim gegen Schalke. Bin jetzt nicht gerade aus dem Häuschen. Hey, super. Ja, das war's. Schreibt meine Kommentare. Was ihr denkt vom Spiel von gestern, jetzt ist ein Tag vorbei, Emotionen runtergelassen. Seht ihr das auch, so wie ich das gesagt habe? Und was sagt ihr zu der 2. Runde im DFB-Pokal? Schreibt mal in die Kommentare, bin ich gespannt. Dann sehen wir uns morgen, 20.45 Uhr, Live-Talk auf meinem Kanal. Dann diskutieren wir ausführlicher über das Spiel, über Stuttgart. Dann reden wir auch über das bevorstehende Revierderby gegen den VfL Bochum. Und auch da die Gerüchte über den Trainer von Bochum, dass er angeblich da nach Schalke kommen wollte. Ihr wisst, Medien quasseln, die wollen jetzt ein bisschen Zünder in diesen Revierderby reinbringen. Wir haben morgen viel zu diskutieren. Alles klar,
Sage euch schon mal einen schönen Sonntag. Wir sehen uns morgen in meinem Live. Euer Schalker, Glück auf. Ciao, ciao.